Irgendwo hat mir der Manuel auch letzte Woche noch verraten, kann man auch wo so ein Lavastrom ist, nochmal zwei Wände zerstören. Ah, ja, das war die Geschichte, genau. Boom. Da steht richtig Puffe hinter, ey. So. Gut. Also war es kein geheimer Bereich, es war einfach nur ein normaler Weg. Den werden wir auf jeden Fall noch erkunden. Speichern jetzt noch nicht ab. Hallo, was geht? Ah, wie sieht es eigentlich aus? Ach nee. Ah ja, ich war ja gerade in der super, super mega Kammer des Todes. Kammer des Schleckens. War das hier? Wo ich was kaputt machen kann? Boah, ich weiß halt nicht mehr. The Challenge of Hades. Okay, das sieht man auf jeden Fall. Gross. Ah, Mann. Immer mit Lavaströmen, hat er gesagt. Mann, ey. So kann ich mir sowas nie merken. Auf jeden Scheiß merken, ne? Aber wenn ich sag, die mir mal helfen würden, natürlich nicht. Weil ich habe gesagt, da muss man echt lange draufschlagen, bis die Dinger kaputt gehen. Ich würde es gerne mal in Erfahrung bringen. Wusch. Weiß nicht jetzt, ob es Wände waren, ob es Statuen waren. Keine Ahnung. Hui, ja. Immerhin. Kleine Vieh macht auch Mist, ne? So, ich glaube, hier sind wir schon so weit durch. Das ist ekelhaft. Okay, jetzt nur die Frage, sollen wir die Treppe hoch oder gehen? Okay, geile Perspektive. Ah, aber die Geschichte. Ich glaube, ich gehe erstmal hoch. Wenn mich das Spiel lässt. Und ja, es lässt mich. Hard Challenge, you to make blood sacrifices on his altars before you can pass. Do you accept? Ah, klar. Blutopfer. Selbstverständlich. Okay, wie gut, dass ich mich an die Gegner jetzt einfach mal gar nicht mehr erinnern. Achso, das war richtig. Gar nicht mehr erinnern konnte, wollte ich sagen. Ich finde die auch irgendwie ein bisschen deplatziert. Also hier in diesem Bereich muss ich jetzt letztendlich die Gegner kaputt machen. Das mache ich, glaube ich, einfach. Aber! Bescheuert? Weil ich einfach mit dem hier! Oh. Scheiße, ihr seid alle tot. Ah, die haben wir trotzdem gezählt. Sehr gut. Nochmal. So, Blutopfer erledigt oder was sagst du? Oh yeah. Oh, die Hälfte. Ah, komm, ey. Die haben echt auch eine gute Schussfrequenz. Das kann man nicht anders sagen. Wo ist jetzt ein anderer Kreis entstanden? Mal kurz gucken. Ach, guck. Wo ist die Sturm? Schießt mit eurem Bogen auf mich. Wie, du bist doch nicht tot? Bist du bescheuert oder was? Ey, oh, kurze Frage. Mann! Busch! Hör mal, der ist noch im Kreis, ne? Der zählt. Kommst du? Kommst du bitte? Die Römer! Jawohl. Fickt euch. Die sind mir zu agil und zu fernkämpferisch unterwegs. So. Dann haben wir da wahrscheinlich die Statue von des Hades. Ich will trotzdem gucken, ob hier nicht irgendwo was ist. Eine Nymphe im Blutbad zum Beispiel. Kann ja sein. Da ist einfach mal gar nichts. Okay, das ist ein bisschen traurig. Muss ich ja schon sagen, ne? So ein großer Bereich. Mit einer großen Leiter auf jeden Fall auch. Okay. Wir tingeln trotzdem jetzt erstmal nach oben. Oh ne, es ist mir ein bisschen dunkel. Weil es sieht echt gefährlich aus. Ne, 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 ne. Gehen wir doch erstmal den anderen Weg. Das ist rein Energiekiste. Magie könnt ihr ja wirklich gebrauchen. Das ist nämlich gerade schön weggeballert. Ja, oder wenn es nicht anders geht, dann muss ich die halt benutzen. Oh! Seht ihr, was ich sehe? Da ist Wand zum kaputt machen. Hältst du dich ja bitte mal fest?
Ja, danke, geht doch. Oh! Felixfeder! So, jetzt leck mich am Arsch. Lads of the Furies? Ja, Furies? Might of Hercules? Okay. Athena's Blessing, Infinite Magic, while Wedge of the Gods is active. Okay, das ist richtig gut. Damit kann ich auf jeden Fall arbeiten. Ich muss erstmal die neuen Attacken an. Okay, warte. Ah, ich kann das aufladen. Gebrups! Und. Ist ganz geil, muss man sagen. Da bin ich nur gedrückt halte und der ist. Ihr habt schon ein entspanntes Leben ab. Kann man auf jeden Fall mal machen. Die Frage ist nur, womit verschwende ich jetzt meine, meine Orbs? Ich kriege ja noch eine Fähigkeit, so wie es aussieht. Das ist ja eigentlich ein Experte. Vielleicht ist das jetzt auch ein kreisrunder Gang. Oh! Oh! Ich will dahin. Fuck ist dich. Danke. Da sind voll die Sachen, ja? Jetzt viel, viel! Ah, ist das nicht so viel. Phönixfeder! Ey, ich krieg nichts mehr, ne? Kann das sein? Phönixfeder! Ah, danke schön. Ich will viel Magie haben. Oh, die Türen kennen wir doch schon. Hoch die Tassen! Nicht zugehen, bitte. Ich habe keinen Bock, das immer wieder hochzumachen. Das ist echt anstrengend. Okay. Schubidubdu. Das ist echt uncool. 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Klar. Oh, ist das schlecht. Interessiert mich ja nicht hier. Ich sehe nichts. Die Fallen waren jetzt echt gediegen. Und warum ist da ein Loch in der Wand? Ah! Geh weg! Mag dich nicht. Wollen wir den hier machen? Moment. Obacht. Oh! Oh, hallo. Was geht? Alles gut? Was ist das da für ein Gesicht? Okay. Kein Schlimmes. Ich finde, die Musik passt auch so gut zu Hades, ne? Also, ich habe nur Gegner gehört. Ich wusste jetzt nicht genau, wo die waren. Ah, nein. Nicht ihr. Was wollt ihr? Was wollt ihr von mir? Geht weg. Geht weg. Tack. Boah, das war Nummer 1. Der war gut. Nicht? Ich schätze schon. Der sah auf jeden Fall geplant aus. Die Motherfucker! Ja, auf jeden Fall eine gute Endgruppe, ne? Du arme Sau, echt. Ein bisschen leid tust mir ja schon, ne? Ach, sie gehen wieder zurück sogar. In die Hell. Wo auch immer die herkommen. Alter, das ist schon ein bisschen verworren jetzt hier, ne? Gab ja vorne noch einen Gang. Oh, hallo. Na, ist frisch. Hör auf zu leben! Hör auf zu leben! Ja, okay. Ich glaube, damit komme ich jetzt nicht wirklich weiter mit dem Mut. Brr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 r
Bleib cool. Dem Bier geht's gut. Warum ist hier Wasser? Was soll? Warum ist das nicht Blut? Hat der Architekt wohl gepennt? Ich sehe gerade die Dreamcast eigentlich die ganze Zeit schon auf dem Boden. Okay, mein Fehler. So. Dann müssen wir jetzt einmal hier hin. Okay. Was ist hier? Hallo, was geht? Ich glaube, hier bin ich aus irgendwelchen Gründen 10 Milliarden Mal gestorben. Ich hatte ja schon mal bei der letzten Aufnahme, glaube ich, so ein Déjà-vu. Dass ich mich zumindest mir eingeredet habe, dass ich mich an irgendeine Stelle erinnern könnte, die es wohl gar nicht gab. Zu dem Zeitpunkt. Ja, Energie können wir mitnehmen. Frisst ja kein Brot. So. Da macht heute auch richtig Bock, das Spiel, echt. Ich finde generell richtig, richtig gut. Also, wobei der erste Teil im Vergleich zu den anderen noch echt schwach ist, aber als separates Spiel betrachtet, ist der erste Teil schon richtig mega, ey. Geht das runter? Ja, es geht runter. War ja klar. Okay, Moment. Bevor ich jetzt jemand anfange zu schieben, will ich mir erstmal ein bisschen angucken. Ah, das kann man natürlich auch schieben und ziehen. Oh, ist das anstrengend. Okay, eine Gravur von Lord Hades. Diese Tür kann von hier aus nicht geöffnet werden. Okay. Scheiß drauf, komm. Mut zur Lücke! Fall runter. Komm schon. Oh. Da hinten noch ein Bogenschütze, oder was habe ich da hier gesehen? Kabums! Also das ist einfach so ein kleiner Bonusraum, wo man ein bisschen Obst holen kann, ne? Die Energie auf. Ah ne, jetzt geht noch weiter der Raum. Kabums! Ich glaube, das Kontakt ist jetzt auch ein bisschen einfacher geworden, ne? Also die Toleranzzeit ist größer geworden. Dass ich sein. Also den Angriff des Gegners quasi verpassen darf. Ist auf jeden Fall sehr, sehr nett. Vielleicht damit doch zusammenhängt, dass ich deswegen am Anfang so schlecht kontern konnte. Weil ich es ja halt in Erinnerung hatte, dass ich das viel, viel besser gemacht habe früher. Hau ab. Die Lunge stirbt. Was das? Gut. Also was höre ich da für eine tickende Uhr? Oder was auch immer es ist. Ach, ey. Super, ey. Ja, voll die Abkürzung hier rausgeholt. Mach auf! Der arme Knopf, ne? Echt. Man kann ich nicht auf den Kreis drücken. Das wäre mir viel, viel lieber. Viel, viel lieber. Gut, da ist Schicht. So, den Gang hätten wir schon mal. Zurück ins... Ah, Labyrinth. Aber war ja eigentlich nur ein Stein, der mir zwei Wege geöffnet hat, oder wie soll ich das jetzt begreifen? Ich verstehe das nicht. Genau, hier war der erste Stein. Der wäre für den ersten Stein. Und hier war Tür. Gut. Also, abgehakt. Was ist hier? Kiste. Oh, shit. Ich ja schon hin, ja komm, drauf hier schieße. Wow. Okay. Ich weiß auf jeden Fall, es gibt einen Punkt, wo der weiter zurückgeht als jetzt. Okay, alle tot. Ist das jetzt dein Ernst? Nee, ne? Wie zum... Ihr seht mein Problem. Wie ist das denn? Ja. Das tötet mich doch. Absolut. Jo, diese Pforte dort oben wird sich für mich öffnen, wenn ich genügend Opfer beigebracht habe, wenn ich mich nicht täusche. Sehen, ich habe einen umgebracht und ein Buchstabe ist dazugekommen.
Es scheint nur noch einer zu fehlen, wenn überhaupt. Ich muss jetzt sie auch einfach nur kaputt machen. Das im Endeffekt habe ich eigentlich alles richtig gemacht. Alles benötigt, dass du jeden in dem Labyrinth tötest, bevor du es verlassen wirst. Tada! Dankeschön! Aber ich hab doch. Bin doch einen Weg jetzt noch gar nicht gegangen, oder täusche ich mich da jetzt? Ich muss ausnahmsweise mal recht haben. Links, rechts bin ich gegangen. Aber. Haha! Was ist denn hier? Oh no. Oh no. Der Rückweg wird echt lustig. Was will ich das denn machen? Der ist offen. Ganz einfach, okay. Dankeschön. Ich habe mich erst gefragt, wie ich das jetzt machen soll. So, hier ist richtig. Bitte töte mich nicht, bitte töte mich nicht. Ja! Speicherpunkt. Also ein bisschen Checkpoint. Sehr episch. Oh, hau, hau, hau.